Moin moin, liebe Leute. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Splinter Cell. In der letzten Folge habe ich hier die CIA-Zentrale, in der ich mich gerade befinde, in Langley, infiltriert. Denn die CIA scheint ein Sicherheitsproblem zu haben. Hier sitzt irgendwo eine kleine Ratte, die Combine Nicolaze und seinen Leuten Informationen zukommen lässt. Ganz offensichtlich. Deswegen muss ich jetzt den Serverraum finden und die Sicherheitslücke darin ausfindig machen. Ja, aber erstmal muss ich hier an den Boys vorbei. Hier rechts, der patrouilliert die ganze Zeit wie ein Irrer. Keine Ahnung, der hat irgendwie zu viel Kaffee getrunken. Und da hinten links die zwei, die stehen da wie die Ölgötzen. Aber an denen muss ich auch erstmal vorbei. Ja, es wird sehr interessant. Ich baue mal darauf, dass er mich hier nicht sehen kann. Wenn das mal wirklich so ist. Klar kann er mich hier sehen, verdammt. Boah, Bruder. Du bist auch gerade nicht so weit hier in die Richtung gekommen, als ich noch da hinten war. Tja, den hier vorbeikommen. Das wird jetzt sehr interessant. Kann ich das nehmen? Tatsache. Dann kann ich das jetzt vielleicht da hinten hinwerfen, auf dem ich gespeichert habe. Und dann suchen die da wie die Volldeppen. Und alles wird schön. Seltsam. Ist da jemand? Nein. Nö, nö, Bruder, da ist keiner. Brauchst du nicht nachgucken. Ja, da hinten schon. Ich will hier rüber. So. Eindringling! Vorsicht! Schnell laden seinen Großvater. Geil, ey. Ja, toll. Bitte wiederholen Sie. Jetzt kommt er hier wieder an. Vielleicht muss ich das da hinten so in den anderen Raum quasi werfen. So, er geht jetzt weg. Ja, jetzt ist nicht ihm gegen den Hinterkopf bitte, sondern da hinten hin. Da, das kann nicht hin. Normal sein. Es geht da gucken, ihr Deppen. Nein. Wir haben hier einen Eindringling. Warum dreht er sich denn auf einmal um? Warum? Wir haben Störungen. Es scheint Überlagerungen zu geben. Wechseln Sie auf Kanal 14. So, er dreht sich um, er geht weg. Verstanden. Und ich werf die scheiß Dose. Was ist das denn? Ist da jemand? Warum kommt der denn jetzt hier hin? Warum? Komm jetzt. Es geht doch rüber da, geh doch rüber. Kletter doch. Hallo? Oh oh. Ich sollte mehr schlafen. Ja, ja. Richtig. Am besten jetzt gleich. Gönn dir mal eine Mütze voll Schlaf, Bruder. Hau dich einfach hin. Ich sag nix. No. Was ist hier los? Boah, hab ich einen. Komm, hau um. Ja, wer hat denn jetzt bitte den Alarm ausgelöst? Wer hat denn jetzt bitte diesen Bewegung, Alarm Bewegung. Ausgelöst? So ein Schwachsinn. Ach, komm, ey. Ja, ich habe jetzt aber auch nicht so wirklich erkannt, warum ich da reingehen sollte. Das ist doch nicht der Serverraum. Seltsam. Wer ist da?
So, den wirklich tieferen Sinn des Ganzen hier habe ich noch nicht begriffen, muss ich sagen. Also warum ich jetzt hier lang gehe, geleitet werde, wie auch immer. Keine Ahnung, Mann. Was ist das? Nein. Agent meldet bewaffnet. Ja, neuladen. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Also. Das kann nicht normal sein. Ja. That's a game. Da hinten war etwas. Jetzt vielleicht einfach schnell hier durchhuschen. Bleibst du im Krankenhaus? Ich du meinst, glaube, wenn sie aufwacht. Danke, dass du gekommen bist. Das ich war weiß, gar nicht das so Letzte, dumm. Was du jetzt tun möchtest, ist dann einen Haufen Fragen beantworten. Vielleicht war da gar nichts. Es kann einfach kein Zufall gewesen sein. Danke für dein Verständnis. Sag mir, wenn wir irgendetwas für dich tun können. Okay. Sagen, ich versuche mal hier in die Dose zu kommen, ohne dass der mich sieht. Die dann da hinten hinzuwerfen. Ja, am besten direkt hier ins Dunkle, ne? Oder echt jetzt? Er hat's nicht gehört. Die sehen sonst alles und hören sonst alles, aber das hat er nicht gehört. Bitte wiederholen Sie. Nicht so? Was ist das denn? Ich übernehme einen Code 7. Gibt es jemanden, der meine Patrouille übernehmen kann? Ja, genau, da liegt die Dose, aber er guckt mich an. Das geht schief, das weiß ich ja jetzt schon. Eindringling! Nee, das war Mist. Das war einfach Mist. Vielleicht sollte ich einfach mal auf den zurennen und dann einfach schlagen. Oder aber. Bin ich hier einfach drauf und dann. Und jetzt ganz schnell und drauf. Oh mein Gott! Ja, ich kann hier leider nicht runterhüpfen und den gleichzeitig umhauen. Boah. Okay, Geronimo. Oh. Das war nix. Okay, Geronimo. Wir haben hier. Das ist auch nix. Alternativ, Leute. Es scheint Überlagerungen zu geben. Das Ding nehmen. Werfen, aber hierhin oder dahin? Bitte wiederholen Sie. Dahin werfen. So. Seltsam. Es scheint Überlagerungen zu geben. Er kommt natürlich wieder hier hin, ey. Komm, ey. Und guckt immer genau. Ey. Ja. Wenn er wenigstens mit dem Rücken zu mir stehen würde, ne?
So, was ich meinte ist, vielleicht jetzt einfach den Aufzug rufen und er guckt gar nicht hier hin. Wird nicht klappen, nee. Eindringling! Mein Gott, wie überwindet man denn diesen Typen, ey? Das ist doch schon Panne. Ey, das ist wirklich Panne, Leute, ey. Wir haben Störungen. Es scheint Überlagerungen zu geben. Wechseln wir auf Kanal 14. So, warte mal. Der guckt immer hier nach außen. Bitte wiederholen. Warte mal. Ich werf die jetzt einfach mal hier hin. Was ist das denn? So, dann gehe ich nämlich hier hin und... Stellt er sich da hin, ey. Jetzt geht er wieder da in die Mitte. Warum auch immer. Der geht nicht ins Dunkle hier. Ich krieg den da nicht rein. Warte mal, ich rufe jetzt den Aufzug. Dann verpisse ich mich da wieder. Jetzt geht er raus. Hä? Keine Ahnung, warum. Keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht haben könnte. Oh Mann. Wo ist denn der Dingensraum? Habe ich da Infos drüber? Ich baue einfach mal drauf, dass er oben ist. Der Raum. Hallo? Okay, ich baue drauf, dass er unten ist. Unser Mann dort sagt, dass deine F-2000 an ihrem Platz ist. Du kannst sie dir im Lagerraum hinter dem Notstromaggregat abholen. Gut. Wir geben dir eine Waffe. Lass sie aber im Holster. Ein Toter innerhalb der Agentur und deine Mission ist beendet. Ja, dann macht's ja Sinn, dass er mir meine Waffe gibt, aber ich habe ja schon nicht tödliche Munition gefunden, meine ich, ne, hier. Insofern... Lagerraum, der sich hinter dem Notstromaggregat befindet. Da ist meine Knarre. Tja, ist die Frage, ist das dann da, wo die Security Station ist? Es ist nicht ideal, aber wir sind jedenfalls abgesichert. Wie gesagt, sicherer wird's nicht. Es sei denn, der Kongress sieht ein, dass wir mehr als ein bisschen Kleingeld brauchen. Du sagtest, es sei nicht kritisch. Ist es nicht. Wir schaffen das. Bist du sicher? Ich bin sicher und müde. Überstunden? Seit 15 Stunden. Es ist eine Krise. Harte Zeit. Muss mich an die Arbeit machen. Wir sehen uns. Oh, das schaffe ich nicht. Er bleibt da stehen. Dann schalte ich den zur Sicherheit mal aus. Melde einen bewaffneten Mann in Langley. Bist du sicher? Ich bin sicher und müde. Überstunden? Seit 15 Stunden. Es ist eine Krise. Harte Zeit. Muss mich an die Arbeit machen. Wir sehen uns.
Puh, knapp. Ich speichere nochmal und dann versuche es jetzt einfach mit einem normalen Dietrich hinzukriegen in der Zeit. Okay, war gar nicht so schwer. Ging sehr flott. So. Taser. Taser. Aber halt nur Munition. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas Nützliches finde auf den Computern. Sind aus. Bitte denken Sie daran, dass das Rauchen in der Cafeteria nicht länger erlaubt ist. Nutzen Sie bitte die ausgewiesenen Raucherterrassen in der 5. Etage. Könnte der Typ noch drin stehen, ne? Hallo? Ja. Was zum Teufel? So. Der kommt. Wer war das denn? Oh mein Gott! No. No. Hier wird nicht oh mein Gottet. Boah, da hab ich jetzt Schwein gehabt. So, gespeichert. Da war ich ja schon. Na, geh du mal. Nee, der geht nicht. Da dreht er sich jetzt um, ey. Jetzt kommt er. Und speichern. So, gibt's hier denn irgendwas? Hm.
Nochmal einen Einweg, Dietrich, okay. War sonst auch nichts, ne? Okay, den lege ich jetzt hier noch dazu. Speichern. Das kann der Serverraum sein. Sieht so ziemlich danach aus. Code zum Serverraum lautet 2019. Ist das dann der Block? 2019. Mist. Das ist nochmal eine andere Tür. Ach, wie komme ich denn zum Serverraum jetzt darunter, Mensch? Und wie komme ich an den Code zu dieser Tür, Mensch? Der hat noch eine Tasche. Ah, eine Notiz aus Speicherstick kopiert. Der Code zum Wartungsraum 7687. Gucken, ob der das ist. 7687. Yeah. Cool. Mal eben drunter gucken. Gut, dass ich das gemacht habe. Da steht einer und der könnte jetzt hier kommen. Nee, er hat nur angetäuscht. Bam. So, hier ist es schön dunkel. Da lege ich den mal hin. Ui, da ist noch einer. So, sehr schön. Ah, hier ist auch schön dunkel. Ah, lecker, lecker. Schöne dunkle Ecke. Zack, Nacht. Okay. Der Wartungsraum. Ja, jetzt muss ich immer noch gucken, wie ich meine Knarre herkriege. Aber okay. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich erst der Notstrom-Batterieraum. 110, 598. Jawollo. Okay, mindestens zwei. Nein. Ich hab die doch alle schön ins Dunkle gelegt. Okay. 0J8675307 0J8675308. Okay, er liest einfach mal den Quellcode von so einem ganzen Programm vor. Moment. Ah, Mann. Sehr gut. Okay,
0J18. Ist jetzt hier meine Knarre in der Nähe? Warte mal. Hier, holen Sie die SC20K vom Lagerraum, der sich hinter dem Notstromaggregat befindet. Und ich bin ja jetzt hier beim Notstrom-Batterieraum. Das heißt, das wird das Aggregat sein da unten. Das heißt, meiner Knarre bin ich nicht besonders weit entfernt. Dann werde ich die bald haben, dann will ich bald den... Geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Serverraum auch erreichen. Es geht voran, es geht voran. Ich speichere nochmal. Und dann geht es ab diesem Speicherpunkt hier in der nächsten Folge weiter, denn diese hier hat ihr Ende erreicht. Ihr kennt den Spruch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und gerne bis zum nächsten Mal.